Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem ESX QE6.2C. Ist ein Spitzenklasse Zwei-Wege-System von der Firma ESX. Karton seht ihr schon vor euch. Typischer Lautsprecherkarton, wunderbar schön bunt bedruckt. Mit allem, was man so gängig kennt. Hinten auf der Rückseite findet ihr nochmal so eine riesengroße Tabelle, wo dieses System letzten Endes alles reinpasst. Oder passen sollte. Zu 99,9%. Ja, ich würde sagen, wir packen es einfach mal aus. Da haben wir drin nach dem Öffnen erstmal eine Pappe mit Zierlogo. Für unser Auge was Schönes. Wir haben Frequenzweichen. Nehmen wir mal eine raus. Wir haben Gitter, wir haben Tieftöner. Aus. Wir haben einen ESX-Aufkleber fürs Auto. Das ist cool. Ein Handbuch, das gucken wir uns dann auch noch an. Ja, und das war's. Das packen wir erstmal zur Seite, was wir alles nicht brauchen. So, das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir. Ja, das packen wir auch nochmal mit aus. Jetzt sind noch irgendwo die Hochtöner. Wir haben ein Handbuch, ja, passend für das 13 cm und das 16 cm QE-Kombo mit einem Anschlussplan in Englisch und Deutsch mit Montageanleitung für den Hochtöner, mit Bildern für die Einstellung von den Frequenzweichen, was wir da so treiben können, und noch ein paar Einbauanleitungshinweise. Und einfach gestaltet, reicht von mir zu. Dann haben wir hier eine Frequenzweiche. Da ist sie. Gekapselte Anschlüsse, sehr schön, ordentlich verschraubt, schaut ganz gut aus. Ich würde sagen, wir versuchen mal, ob wir den Deckel hier abkriegen, dass wir vielleicht hier noch ein bisschen was sehen, was hier so drin steckt. Mal gucken, ob wir was Passendes finden hier. Der vielleicht. Ja, der passt. Das ist immer das Beste, was man machen kann. Man hat neue Spielsachen und schraubst du erstmal auf. Mal gucken, was wir hier so schönes sehen. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Wir haben ein paar schöne Luftspulen mit Kern. Wir haben ein paar Schalter zur Anpassung. Sehr einfach gemacht hier für die Phasenanpassung, hier für den High-Low-Modus. Wir haben PTC-Schutz, Hochtonschutz für den Hochtöner, dass wir nicht überlasten können. Wir können den Hochtöner mehrstufig im Pegel absenken, minus 2, minus 4, minus 6, minus 9 dB. Ja, denke, wird voll und ganz so ausreichen. Kann man so machen. Widerstände erinnern so ein bisschen an die Frequenzweichen von Keks hier, was man so ein bisschen was reingebaut hat. Ist also an dem Bau von der Qualität, gibt es so erstmal nichts auszusetzen. So, gucken wir mal Tieftöner. So, da haben wir erstmal ein schönes Designgitter mit hier außen so ein bisschen Chrom-Details dran angebracht, hier innen leicht vertieft. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einen klanglichen Hintergrund hat, auf jeden Fall sieht es optisch sehr cool aus. Dann haben wir unseren Tieftöner mit einer glänzenden chromähnlichen Kunststoffmembran mit langlebiger Gummisicke. Wir haben einen Euro-DIN-Korb mit mehreren Verschraubungspunkten, entsprechend so wie es sein soll. Ist ein Blechkorb. Wir haben eine Polkernbohrung hinten mit hochglanzpolierter oder verchromter Polplatte. Auch der untere Ring ist verchromt, passend optisch, sieht super aus. Wir haben Steckanschlussterminals, alles ganz wertig gemacht. Und jetzt suchen wir natürlich noch die Hochtöner. Da müssen wir erstmal gucken, wie wir an die kleinen Kameraden hier rankommen. Weil die sind hier nämlich immer hinten in der Verpackung gerne versteckt. Ja, hier kommt. Da haben wir. Hochtonzubehör. Halterungen für die Tiefmitteltöner sind hier noch dabei mit Schrauben. Wir haben die Badewanne, um die Hochtöner versenkt zu montieren. In den Original-Einbauplätzen, jetzt bei so älteren VW-Modellen ist das praktisch. Wir haben doppelseitige Klebepads für die Aufbaugehäuse. Das wären unsere Aufbaugehäuse hier drin.
Dann hat man den Hochtöner quasi sichtbar aufgebaut auf einer Verkleidung oder sowas setzen können. Wir haben dafür noch ein paar Ringe, die man oben drauf schrauben können zur Zierung. Kabel, 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 Kabel. Also an Kabeln sparen sie nicht. Ja. Meistens sind gar keine Kabel mehr dabei heutzutage. Hier sind ganz viele Kabel dabei. Noch mehr Schrauben und Montageringe. Aber wo sind meine Hochtöner? Ah, das ist doch das Interessantere. Ja. Na komm, auf dich zu werden. Da haben wir typischen Hochtöner, der erstmal mit einem Kunststoffgehäuse kommt zur versenkten Montage mit Kabel dran. Farblich gekennzeichnet für Plus und Minus. Hinten die Schraubaufnahme für die versenkte Einbaumontage. Den können wir jetzt hier aufdrehen, dann kann man den so ein bisschen rausnehmen für andere Einbaumöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn ihr den im Spiegeldreieck verkleben wollt. Und ja, wir haben eine hochwertige Seidenkalotte. So wie man das gerne hat, wenn es ordentlich klingen soll. Sieht sehr ordentlich und gründlich gefertigt aus. Eine massive Schraube hier drin noch für den Gegendruck, damit man dann hier in der Kapsel den Hochtöner noch ein bisschen umpositionieren kann. Damit man den Winkel noch ein bisschen anpassen kann. Mal gucken, ob man den Deckel jetzt wieder drauf kriegen, damit ich das mal zeigen kann. So, ich kann jetzt quasi den Hochtöner durch diese Feder hier hinten drin ganz leicht schräg stellen. Und so ein bisschen noch in Richtung meiner Hörposition drehen. Je nachdem, wo er im Fahrzeug dann eingebaut ist. Ja, preistechnisch ist das System um die 200 Euro. Das ist Anbetracht der Qualität, die hier geliefert wird, voll und ganz okay. Leistungstechnisch muss ich erstmal gucken, was ich jetzt hier auf den Karton schreibe. So, leistungstechnisch haben wir 125 Watt Sinus an 4 Ohm, 25 mm Gewebehochtöner, Seidengalotte in dem Fall, 12 dB Frequenzweiche mit Hochtonschutz. Dieser Hochtonschutz ist quasi dieser PTC, das hatte ich euch schon gezeigt. Einbruchtiefe sind 61 mm, das sollte auch bei vielen Fahrzeugen passen. Und damit sind wir schon wieder durch für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen, über einen Kommentar natürlich auch. Anregungen sind auch erwünscht. Und ich sage danke und ciao, bis zum nächsten Mal.